Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 5. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Neumond ist vorbei. Die zunehmende Mondphase hat begonnen. Die zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, was zunehmen soll, was wir vermehren möchten. Aber wir sollen die Mondkraft betrachten. Wir haben noch dunklen Mond. Das hat mit Gut und Böse nichts zu tun. Mond ist noch nicht stark genug, etwas starten, weil die Mondenergie zeigt noch die Schattenseite. Was wir erstmal anschauen sollen, und das sind die Hindernisse, wie zum Beispiel Angst oder Zweifel, auch Einflüsse von außen. Und wenn wir erkennen können, welche Hindernisse wir haben und wir betrachten die Schattenseite, diese dunkle Seite, was mit Böses nichts zu tun hat, ich möchte das noch einmal betonen, dann können wir die Hindernisse aus dem Weg räumen und so wie die Mondkraft zunimmt, so können wir den richtigen Zeitpunkt auswählen, etwas Neues starten. Ganesha unterstützt uns bei Neuanfang, auch wie ein Tag beginnt. Ganesha hütet den Astrologie und ich dachte, das ist sein Platz. Ich setze Ganesha in die Mitte. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Suraya ist der Name in indischen Mythologie und das bedeutet die Sonne. Suraya ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt die Monatsthemen. Und die Monatsthema ist die Tierkreiszeichen Steinbock. Das ist Erdeelement und das bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur. Eine feste Boden unter unseren Füßen. Bedeutet auch Materie, also auch die Finanzen. Steinbock belehrt uns, Ziele setzen, geduldig zu sein, Ausdauer zum Haben, die Ziele nicht aus dem Auge verlieren, sondern konzentriert auf diesem Weg bleiben. Das ist die wichtigste Monatsbotschaft. Mond befindet sich auch in den Tierkreiszeichen Steinbock, aber übergeht dann in den Tierkreiszeichen Wassermann. Mond bewegt sich im Grenzbereich, aber bei Sonnenaufgang ist noch in Tierkreiszeichen Steinbock. Soma ist einer von den Namen des Mondes. Es gibt mehrere Begriffe. Ich setze Mond in Tierkreiszeichen Steinbock. Das bedeutet, so wie den Tag beginnt, vermittelt die Mondenergie dasselbe als die Sonnenenergie, Ziele setzen. Nicht stürmisch handeln, sondern langsam vorangehen. Und dieser dunkle Mond zeigt uns, betrachten erstmal die Hindernisse, die Schwierigkeiten und auch unseren Gefühlen wie Angst oder Zweifel. Und dann übergeht Mond in Tierkreiszeichen Wassermann, kommen wir mehr zum Leichtigkeit und wird immer klarer, wie wir unsere Ideen dann in Tat umsetzen können. Es sind noch nicht die Schritte, es sind erstmal die Ideen.
ein Plan. Wir brauchen erstmal einen Plan. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Steht auch mit Sport, Autos, auch in Verbindung. Es ist eine männliche Energie, symbolisiert auch die Männer. Mars befindet sich noch im Fischen, aber im Grenzbereich. Und ab morgen bewegt sich Mars in Tierkreiszeichen wieder. Agni ist der Feuergott und steht mit Mars in Verbindung. Heute spüren die Männer noch sehr intensiv die Gefühle, weil die Wasserelement steht zum Gefühlen. Aber ab morgen werden sie Kraft und Mut haben, etwas Neues beginnen. Beginnt die Wiederenergie. Und vor allem Mars nähert sich zum Uranus. Und Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Und die Männer stehen kurz davor, diese Umbrüche, Veränderungen zum Erleben. Bei Uranus Einfluss kann auch unerwartete Ereignisse sein. Merkur ist auch im Steinbock. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, wird aber mit ein D geschrieben. Buddha mit 2D bedeutet schon die Erleuchtung. Und ich habe dieses Bild, was nicht ganz korrekt ist für Merkur, aber ich habe keine anderen Karten dazu. Ich setze Buddha so in dieser Position und damit meine ich der Planet Merkur. Also Merkur oder Buddha ist auch in Tierkreiszeichen Steinbock. Jupiter steht mit Indra in Verbindung. Jupiter ist in Skorpion. Jupiter vergrößert wirklich etwas. Und hier im Skorpion, was die Wasserelement verdreht, handelt sich um Gefühle. Also wir nehmen die Gefühle viel, viel intensiver wahr. Und Indra vertritt auch die Gerechtigkeit und öffnet den Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und das kann bedeuten, dass wir vieles sehen, was wir nicht sehen sollen und erleben viel Ungerechtigkeiten, was uns emotional sehr mitreißt. Und bei Skorpion-Energie erleben wir auch die tiefe Zweifel oder Angst, Wut vielleicht sogar. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Lakshmi heißt in indischer Mythologie Venus. Lakshmi ist im Schütze. Venus ist die Liebe, Harmonie und Schönheit. Alles, was schön ist, ist Venus-Energie. Venus ist weiblich und zeigt auch als weibliche Energieform uns als Frauen. Mars ist der Mann, Venus ist die Frau. Und bei diesem Schützenenergie, natürlich wir Frauen, haben jetzt die Temperament, einiges in Bewegung setzen. Und die Schütze kann man von vieles Neues auch begeistern. Das Einzige, wo das Problem liegen kann, wenn wir die Orientierung verlieren, weil wir möchten hier und dort und überall sein, weil sind wir aktiv und die Feuerelement ist auch die Impuls, die Begeisterung. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir wirklich in eine Richtung konzentrieren und klare Ziele setzen. Und das zeigt auch die Schütze klar und deutlich. Das ist die Pfeil der Schütze und das zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und das ist eine wichtige Botschaft, weil da liegen unsere Wünsche. Also wenn das im Einklang ist mit unseren Wünschen, dann sind wir im richtigen Weg.
Saturn bringt etwas in Form, sorgt für Struktur, kann uns auch mal einschränken und uns belehren. Es ist nicht immer angenehm, aber durch den Einfluss von Saturn, durch die Unterstützung von Saturn, erreichen wir unsere Ziele und bringen wir auch den Form. Skandal steht mit Saturn in Verbindung und Saturn oder Skandal ist auch im Schütze. Und das ist gerade die Lernaufgabe, was ich erwähnt habe, Ziele setzen und genau das, was unseren Wünschen entspricht, unseren Höhewünsche und Sehnsüchte, das ist den richtigen Weg. Und Saturn zeigt, wie wichtig das ist, das zu lernen, verstehen. Da haben wir auch die Orientierung. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. Und dieser Einfluss von Sonne, Mond und die Planeten bis Saturn haben die Einfluss auf unserem Alltag, auf unserem Gemüt. Und hier ist wichtig, die Elemente zu betrachten. Damit wir im Gleichgewicht bleiben, sollen die Luftelement, dieses fehlende Element, betonen. Mehr Leichtigkeit, mehr spielerisch, Gedanken machen, unsere Ideen verwirklichen, auch die Fantasie, Kommunikation, all das hilft uns im inneren Gleichgewicht bleiben. Wenn Mond übergeht im Wassermann, dann haben wir mehr innere Ruhe, inneren Gleichgewicht. Und jetzt kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun, Pluto. Uranus ist im Widder, das sind die Umbrüche, Veränderungen. Neptun ist im Wassermann, das sind die Träume, Visionen, die Inspiration. Das als Idee können die Wassermanngeborenen sehr gut dann auch umsetzen. Und Pluto zeigt das Loslassen, damit wir in Kraft bleiben und Macht haben über unserem Leben. Diese Macht ist Pluto in Tierkreiszeichen Schütze. Mond befindet sich im Grenzbereich zwischen Steinbock und Wassermann und dieser Mondhaus heißt Tanishta und übersetzt bedeutet Grenzgebiet. Das ist hier eine alchemistische Wandlung. Was haben die Alchemisten gemacht? Die haben die Metallen veredelt. Der Ziel war, Gold zu gewinnen. Das ist ein Prozess der Veredelung. Ich benutze dieses Wort gerne mit unseren Charakterzügen, erreichen, eine edle Mensch zu sein und auch unseren Gefühlen loslassen, Angst und Zweifel und Schuldgefühl und Eifersucht oder Neid, all diese negativen Gefühle, weil das sind die Hindernisse, die größten Hindernisse in unserem Leben und übergehen in einer anderen Struktur, eine anderen Gefühlsebenen, das ist die Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung und natürlich Liebe. Das ist die schöpferische Energie, die schöpferische Kraft in uns. Und das sind diese Prozesse, diese alchemistischen Prozesse, die Veredelung und Verbesserung. Und genau das zeigt dieses Mondhaus. Und hier im Grenzgebiet zwischen Steinbock und Wassermann, die Steinbock würde sagen, deine Wünsche sind im Sternen und sorg dafür, dass du das umsetzt im Tat, verwirkliche das, dann erlebst du hier auf die Erde, dann ist das Realität. Hol die Sterne auf die Erde. Und Wassermann lebt auf die Erde und schaut nach oben und zeigt, ah, das sind die Sternenhimmel, da habe ich die Ideen. Die Energie ist aber dieselbe, nur die Richtung ist anderes. Und hier in diesem Grenzgebiet kennenlernen wir beides. Unsere Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen, das im Tat umsetzen, dann ist das Realität, Erde, Element, Steinbock. Und dann zu neuen Ideen kommen,
weil das ist auch eine Verbesserung. Dann kommen wir zum Wassermann-Energie. Die Verbindungen zwischen Sonne, Mond und Planeten. Mond steht mit Merkur in Konjunktion hier im Steinbock. Mond, Merkur, Konjunktion bedeutet, dass sie im gleichen Gradzahl stehen, in Tierkreiszeichen Steinbock, und die wirken zusammen. Die eine von den anderen kann nicht trennen, sondern sie vermischen sich miteinander. Bei Merkur geht es um Handlungen und Gespräche. Die Mond gibt die Gefühle dazu. Entweder bedeutet über Gefühlen zum Sprechen, oder die Gespräche verlaufen sehr gefühlsvoll, oder eine Nachricht beeindruckt unseren Gefühlen. Merkur steht in einer schönen Verbindung zum Pluto, und das bedeutet nicht zu viel schwätzen, sondern alles auf den Punkt bringen. Und diese Konzentration zeigt die Pluto-Energie. Mond steht zum Pluto auch sehr günstig, und das bedeutet, der Gefühlszustand Pluto zeigt, worauf wir achten sollen. Angst, Zweifel, Schuldgefühl loslassen, das raubt nur Zeit, Energie. Brauchen wir nicht konzentriert bleiben auf dem Wesentlichen und auf unseren Gefühlen wie Selbstwertgefühl, wie Begeisterung, Stärke, Kraft und Mut. Und diese Gefühlen stärken uns auch innerlich. Also ich könnte sagen, bei Pluto Einfluss loslassen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr die Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.